Jetzt mag ich nämlich nicht mehr. Und weil er gar so frech ist, erzähle ich dir die ganze Geschichte. Eines Tages bin ich in der Werkstatt zum Kasterl reparieren von einer Frau. Die ist schon ein paar Mal gekommen und hat immer danach gefragt. Und ich war am Arbeiten und dann waren die Schrauben waren weg und der Schraubenzieher war nicht mehr da. Und dann war der Pumuckl? Ja, habe ich aber nicht gewusst. Ich hab nicht gewusst, was los ist und hab die Sachen immer gesucht. Und die Frau wollte immer ihr Schrankerl schon haben und ich bin nicht fertig geworden damit. Und auf einmal hat's in der Ecke geraschelt und da habe ich einen Holzhammer genommen und hab ihn hintergeworfen. Auf den Pumuckl? Nein, auf den Leimtopf. Und da ist er meinem Leimtopf hängen geblieben und ist dran gepappt und da ist er sichtbar geworden. Für mich, für andere Leute nicht. Ich sehe ihn ganz allein, das ist Kobolds Gesetz. Und wenn er bei jemandem pappen bleibt und wenn er dann sichtbar wird, dann muss er bei dem bleiben. So muss er jetzt bei mir bleiben. Isst er denn was? Ja, der isst alles. Nur Käse mag er nicht. Aber sonst isst er alles. Kann ich ihm Bonbons geben? Was, du willst ihm Bonbons geben? Zur Belohnung, weil er mich so ärgert. Aber er muss doch so. Pumuckl! Hast du das gesehen? Aber er muss doch frech sein, wenn er ein Kobold ist und kein Heinzelmännchen. Ja, aber nein, aber es muss doch keiner, muss böse sein. Aber ich erlaub's ihm. Ach, du erlaubst es ihm? Und darum bekommt er jetzt Bonbons von mir. So. Aber das eine sag ich dir. Wenn du jetzt darauf wartest, dass er dich gleich isst, dann tut das bestimmt nicht. Denn wenn warum man, nicht? Wenn man ihm was befiehlt, dann tut das erst recht nicht. Wenn man ihm was verbietet, dann tut er's. Du musst ihm höchstens verbieten. Ui, Pumuckl, zwick mich mal. Nein, das tut er nicht, wenn du es ihm befiehlst. Dann zwick mich mal nicht. Au! Aha, siehst du's, jetzt weißt du's. Ich esse noch schnell meinen Kuchen auf. Ja, und ich trinke noch schnell meinen Kaffee auf. So, jetzt komm, jetzt gehen wir. Und nimm deine Puppen mit. Kriegst du es auch ganz sicher wieder hin? Ja, sicher. Da brauchst du keine Angst haben. Das bringen wir schon wieder. Das ist aber lecker. Aha. Muss er doch tatsächlich meine Geschichte erzählen. Sozusagen in der Halböffentlichkeit. Aha. Was hat die gesagt? Ein Kobold muss frech sein. Aha, jawohl. Ein frecher, lieber Kobold ist ein lieber, frecher Kobold.